Guten Morgen, beziehungsweise jetzt eigentlich schon fast guten Mittag. Wir haben mittlerweile, oh Gott, wir haben schon 11:30, ich muss unbedingt mal los. Meine Hebamme war gerade da gewesen. Und ich freue mich, dass wir uns echt gut verstehen. Eine sehr lustige Person, muss ich sagen. Irgendwie so total extrem erfrischend. Mäuse, ihr könnt wieder rauskommen. Meine Katzen haben sich schon wieder versteckt, furchtbar echt. Naja, Sarah. Ja, erster Termin. Ich wusste ja gar nicht, was beim ersten Termin irgendwie... Jetzt gehe ich gerade mal wieder ins Schlafzimmer. Ich habe hier einen Nachbarn, genau gegenüber von meinem Fenster, also von meiner offenen Terrasse. Egal, auf jeden Fall diese Fensterfront. Und da ist irgendwie ein Mann eingezogen. Und dieser Mann, ich will echt nicht übertreiben, der geht alle 20 Minuten an sein Fenster raus und guckt raus. Und ich habe das Gefühl, der beobachtet mich die ganze Zeit. Entweder bilde ich mir das ein, aber er guckt die ganze Zeit und ich fühle mich so beobachtet. Ich habe auch den Tag über nur noch die Rollladen fast auf die Hälfte runter, weil es mir richtig auf den Keks geht. Also total, ach, nervig, jetzt tut mein Bauchnabel weh. Ich habe voll oft Bauchnabelschmerzen, total strange. Ach, das piekst. Das piekst. Okay, ja, Hebamme besuchen. Ich habe nämlich tatsächlich mal gegoogelt, was macht man denn überhaupt oder was passiert denn bei so einem Hebammenbesuch? Und da hat irgendwie so ziemlich jeder was anderes geschrieben. Also ernsthaft, da kam alles Mögliche. Da kamen Leute, die gesagt haben, man unterhält sich nur. Dann gab es welche, die geschrieben haben, sie guckt sich die Wohnung an. Dann gab es welche, die gesagt haben, was weiß ich, die macht Untersuchungen, richtig mit Herztönen, mit dies, mit das, mit keine Ahnung was. Also da wurde alles Mögliche geschrieben. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich mache mich nicht verrückt. Ich lasse einfach mal auf mich zukommen. Aber ich muss sagen, ich war sehr aufgeregt, weil ich mir eben nicht sicher war. Ja, verstehen wir uns nicht. Ja, auf jeden Fall ist es alles jetzt gut abgelaufen, sie ist gekommen, dann haben wir erstmal so über alles Mögliche kurz gequatscht, ein paar Minuten lang und über so Sachen wie Beruf, was ich gemacht habe, was ich mache und so weiter und so fort, was mein Partner macht, ja, was für Krankenhaus ich mich entschieden habe, ob ich Geburtsvorbereitung machen möchte und so weiter und so fort. Hat mir halt gesagt, wann man was machen soll, zu welchem Zeitpunkt und so weiter und so fort. Sie hat mir jetzt gesagt, ich soll mich jetzt auf jeden Fall schon mal zur Geburtsvorbereitung anmelden. Und die macht man in der Regel irgendwie anscheinend um die 28. Woche oder so, ab der 28. Woche. Genau, also habe ich schon noch ein bisschen Zeit. Wobei, wenn dann jetzt der Urlaub rum ist und wieder 2 Wochen vorbei, wenn ich auch aus Aachen wieder da bin, dann sind wieder 3 Wochen vorbei. Also geht schon alles immer irgendwie recht schnell, habe ich das Gefühl. Genau, und so ein paar Sachen hat sie mir halt eben beantwortet, wo ich noch fragen wollte. So Sachen wegen, ja, Krankenhaus war halt so meine Frage. Sie hat jetzt auch zum Beispiel gesagt, das Krankenhaus, wo ich gerne entbinden würde. Die haben irgendwie anscheinend das so eingerichtet, dass sie am Wochenende nicht mehr entbinden. Das finde ich voll strange. Also ich glaube, ich suche mir da doch nochmal ein anderes Krankenhaus aus. Also ich habe auch keine Krankenhäuser bei mir hier, wo ich sage, also es gibt ein Krankenhaus, wo ich sage, da möchte ich auf gar keinen Fall hin. Das steht sowas von fest, da würde ich wahrscheinlich eher eine Hausgeburt haben wollen. Und ansonsten bin ich nicht abgeschreckt, irgendein Krankenhaus zu nehmen. Also ich habe da jetzt gar nicht so, dass ich sage... Ich weiß auch nicht. Also wir haben halt in Frankfurt recht große Krankenhäuser und die haben... Miami, was ist eigentlich gerade dein Problem, dass du die ganze Zeit vor meiner Linse laufen musst, vor meinem Gesicht? Was wollte ich sagen? Ich habe mir mehrere Krankenhäuser durchgelesen und die haben alle große Geburtskreissäle, Stationen, Notfallgeschichten, Pipapo, bla bla bla, das Rundum-Sorglos-Paket. Aber ich denke, das hängt einfach damit zusammen, dass Frankfurt einfach eine Großstadt ist. Also hier ja, ist halt eben alles. Ja, jetzt hatte ich mich, wie gesagt, für ein Krankenhaus mal entschieden. Da ist meine Schwester auch geboren worden. Und da hat jetzt auch eine Freundin von mir entbunden gehabt. Und die war total zufrieden. Und deswegen habe ich gedacht, gut, nehme ich dann auch. Sogar 2 Freundinnen hatten dort entbunden. Genau. Und ja, jetzt ich muss noch mal mit den Mädels quatschen.
ob die was davon wissen wegen dieser Wochenendsgeschichte. Das wusste ich jetzt natürlich nicht. Das ist natürlich blöd, wenn ich mich für ein Krankenhaus entschieden habe, mir dort die Räumlichkeiten alles angucke, mache und tue. Und dann kommt der Kleine am Wochenende und dann kann ich dort nicht entbinden. Das wäre total bescheuert. Also das finde ich schon relativ sinnfrei. Da muss ich halt eben jetzt mal gucken. Ja, und ansonsten hat sie eigentlich nur gesagt, weil ich gemeint habe, ja, ist noch eine relativ kleine Wohnung, aber wir haben halt vor, umzuziehen und so weiter und so fort. Dann hat sie gesagt, machen Sie sich überhaupt keinen Stress. Ach, die war so süß. Machen Sie sich überhaupt keinen Stress. Ihr Kind braucht das erste Jahr überhaupt gar nichts. Das war so cool gewesen, echt. Die hat gesagt, die Mütter machen sich total verrückt mit Kinderzimmer einrichten und Pipapo und bla bla bla. Was total schwachsinnig ist. Ihr Kind ist ein Jahr absolut braucht gar nichts. Sie brauchen ein Beistellbett, sie brauchen irgendwie was, wo sie wickeln können. Im allerschlimmsten Notfall können sie sich so eine aufblasbare Wickelunterlage bei IKEA kaufen und auf der Couch wickeln. Total simpel im Prinzip, aber da habe ich ihr gesagt, habe ich ihr das halt gezeigt und habe gesagt, hier, ich möchte so eine Babyecke einrichten. Hat sie gemeint, ja klar, kein Thema, soll ja jeder machen, wie er meint. Aber nur, dass ich es mal gehört habe, auch von jemandem, der eben, weil ich gemeint habe, ja, gibt ja immer viele, die viel erzählen und viel sagen und fühlen und jeder weiß alles besser. Hat sie gemeint, ja, das wird sich auch niemals ändern. Ich werde immer Tipps zu hören bekommen und gut gemeinte Ratschläge, die eher, wo sie gesagt hat, nehmen Sie nicht alle gut gemeinten Ratschläge an, oder lassen Sie sich irgendwie davon beeinflussen, weil vieles ist so, kommt halt so rüber, die hat mir echt aus der Seele gesprochen. Weil sie hat auch gesagt, viele Leute wollen einem einen Ratschlag geben, aber eigentlich wollen sie ihre Meinung dir aufzwängen und sagen, zum Beispiel, ja, du kannst doch jetzt du kannst jetzt zum Beispiel doch nicht auf der Couch wickeln, du brauchst eine anständige Wickelkommode. Weil lalalala. So, und das ist eher ein, sie wollen dir ihre Meinung aufzwängen und nicht ein gut gemeinter, das ist kein gut gemeinter Ratschlag. Und genau so hat sie es eben auch beschrieben, dass viele Leute, die wollen dir ja angeblich nur einen guten Rat geben und die meinen es ja alle nur gut, aber dabei ist es eigentlich schon eher so ein, ich sag dir jetzt was und das ist richtig so, nimm das bitte so an. Ja, richtig cool. Hat sie echt gut gesagt, dass man eben, dass ein Kleinkind, also beziehungsweise ein Säugling, einfach das erste Jahr nichts braucht. Nichts braucht, klar braucht's viel. Klamotten, dies, das, was weiß ich, was alles drum und dran. So ist es jetzt nicht. Aber im Sinne von, es braucht kein eigenes Zimmer. Es braucht's nicht, ja. Hat gemeint, Beistellbettchen, irgendeine Möglichkeit, wo man wickeln kann. Dann hat sie mich halt gefragt, ob ich ein Auto habe oder ob ich schon meinen Kinderwagen bestellt habe. Kinderwagen ist übrigens im Versand, wird im November kommen. Irgendwann im November, keine Ahnung, Anfang, Mitte, Ende, das weiß ich jetzt nicht. Also das ist im November der Fall, also noch alles sehr gut in der Zeit. Nach dem Urlaub werde ich dann mal schauen und ausrechnen wegen dem Bettchen. Und dann wollte sie noch mein Badezimmer sehen und hat gemeint, sie würde mir raten, so eine Babywanne zu kaufen, die man zusammenklappen kann. Es gibt ja solche kennt ihr alle, solche Babywannen, wo man die Babys drinnen badet. Und dann gibt es welche, die man so kennt ihr vielleicht solche Hundenäpfe? Das sind so runde Silikonnäpfe und da kann man die so zusammenknautschen, wie so eine Ziehharmonika irgendwie und dann ist die ganz flach. Und sowas gibt's auch für, das habe ich schon mal gesehen bei Amazon, das war... So, da war meine Speicherkarte leer. 64 GB, das krieg auch nur ich hin. Genau, also sie hat mir einfach geraten, dadurch, dass ich ein kleines Badezimmer habe oder auch generell, wenn man eine kleine Wohnung hat, dass man sich solche, Babybadewanne sozusagen holt, die man so zusammenfalten kann und dann einfach nur so eine dünne Sache hat, die man, weiß es ich, wo selbst wenn man sie in der Badewanne stehen lässt, ist ja auch vollkommen Wurst. Das hat sie mir noch geraten gehabt. Genau, dann wollte sie meinen Mutterpass sehen, hat sich vieles aufgeschrieben, dann musste ich ihr das auch unterschreiben für die Krankenkasse halt eben, dann wollte sie noch meine Krankenkassenkarte haben, hat sich meine ersten Daten so aufgeschrieben, dann was es wird und generell, ob es irgendwelche Vorerkrankungen in der Familie gibt und so weiter, dann hat sie mir hier auch noch so ein paar Broschüren mitgegeben und so weiter, Anregungen, auch so Sachen, dass ich, dass es auf
Ja, zum Beispiel, dass man auch gut auf Flohmärkte Sachen besorgen kann. Habe ich mir auch schon überlegt, weil voll viele, auch so Mama-Vlogs, die ich mir anschaue, sind so auf Flohmärkten gewesen und haben dann irgendwie voll viele schöne Teile ergattern können, die irgendwie teilweise immer nur 1 € oder so gekostet haben oder sogar noch weniger. Also richtig genial. Aber ich weiß nicht, ich bin nicht so der Flohmarkt-Fan beziehungsweise Gebraucht-Fan. Obwohl die Sachen wahrscheinlich irgendwie entweder vielleicht wurden sie nie getragen, weil man einfach zu viel geschenkt bekommen hat und die Sachen gar nicht getragen wurden, oder sie wurden nur ein-, zweimal getragen. Das sind garantiert ganz tolle Sachen. Also das möchte ich jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, bin nicht so der Flohmarktmensch. Wobei ich es mir eigentlich vielleicht einfach mal angucken müsste. Ich weiß es nicht. Wobei sie hat auch gesagt, ich soll mir jetzt mal. Boah, mein Bauchnabel tut mir gerade weh, sorry, das zieht gerade extrem. Sie hat gesagt, ich soll mir auf jeden Fall jetzt mal so eine Liste machen, gerade weil es auch ein Winterkind ist, dass ich mir wirklich eine anständige Liste mache mit Sachen, die ich tatsächlich brauche. Ich habe das ja alles in meinen Apps drinnen, aber es ist nochmal was anderes, ob man das wirklich schwarz auf weiß hat und dann wirklich sieht, aha, abgehakt, abgehakt, abgehakt. Hat halt so ein paar Sachen aufgezählt für den Winter, die wichtig sind. Genau, das möchte ich jetzt auf jeden Fall auch mal machen, weil ich habe mittlerweile keine Übersicht mehr, was ich schon alles gekauft habe. Ich möchte auch versuchen, jetzt nicht mehr so viel zu kaufen. Wobei ich habe gar nicht so viel gekauft. Ich habe schon ein bisschen was gekauft, möchte ich jetzt nicht sagen. Aber ich weiß, dass ich. Also, meine Schwester organisiert ja meine Babyparty. Und das Ding ist einfach, ich habe auch nicht viele Mädels eingeladen. Also ich habe wirklich, ich glaube, nur 3, 4 Freundinnen eingeladen. Also Freunde, die ich wirklich lieb habe, mit denen ich auch zu tun habe und nicht irgendwie irgendwelche Leute, die ich, was weiß ich, alle 500 Jahre mal sehe. Und dann habe ich im Prinzip meine Familie eingeladen, also meine Schwester, meine Mutter, meine Tante, meine Cousinen, die aus Nürnberg sind, und anscheinend kommt sogar meine jüngere Cousine, die in Bosnien lebt, hergeflogen. Soweit ich das jetzt verstanden habe, das wäre halt mega. Mal gucken, ob das alles so hinhaut. Ich weiß es nicht. Also ich hatte das mal so vorgeschlagen und dann haben sie nach Flügen geguckt und überhaupt. Und ja, mal gucken, ob das alles so hinhaut. Ich bin mir da selber nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall werden wir, oder natürlich die Schwester von meinem Freund und so weiter. Also wir werden vielleicht 10, 11 Leute sein, mehr nicht. Also es gibt ja manchmal Babypartys, die irgendwie mit 20, 30 Mädels stattfinden. Also so richtig heftig. Also bei mir werden es 10, 11, 12 Leute sein, mehr nicht. Aber ich weiß es einfach, weil meine Schwester, meine Mutter und meine Tante, alleine diese drei Personen, die übertreiben es immer maßlos. Und ich weiß, dass ich übertrieben viele Geschenke bekommen werde. Also wird da bin ich mir relativ sicher. Und deswegen meine Schwester sagt auch ständig, hör auf, Sachen einzukaufen, warte die Babyparty ab und danach. Ja, kannst du einkaufen. Wobei Babyparty natürlich, klar werde ich bestimmt auch ein paar Klamotten geschenkt bekommen, aber auf der Babyparty kriege ich, also das sind so Sachen, die ich zum Beispiel auf meine Amazon-Wunschliste auch geschrieben hatte, sowas auch wie Flaschen und Sterilisator für die Flaschen und Pipapo, was weiß ich, eine Wippe und solche Sachen. Da würde ich jetzt sowieso noch nicht losziehen, weil die Sachen dann einfach nur hier rumstehen und ich eh keinen Platz habe. Aber ich werde mir jetzt mal so eine gescheite Liste machen, wo ich genau sehe, was ich alles brauche, was ich alles haben möchte. Ich habe das alles in meinem Kopf. Ich bin da eigentlich relativ gut strukturiert, aber vielleicht das Ganze noch mal abzuhaken und zu wissen, gerade bei den Klamotten, dass ich nicht am Ende dastehe und merke, oh. Ich habe nur in Größe 50, 56 ein, zwei Paar Socken. Die haben sowieso andere Größen, aber sozusagen für die ersten ein, zwei Monate habe ich vielleicht ein, zwei Paar Socken und für die 3, 4, 5 Monate danach habe ich irgendwie 20 Socken. Also, dass ich so ein bisschen schaue, was habe ich, was brauche ich nicht mehr und was brauche ich auf jeden Fall noch, einfach weil es ein Winterbaby wird. Genau.
Das mache ich auf jeden Fall. Ich glaube, vielleicht mache ich das auch einfach im Urlaub so ein bisschen gechillt am Strand, mir so eine kleine To-Do-Liste erstellen. Ja, morgen früh geht's ja schon. Morgen früh, morgen Abend geht's ja schon los nach Mauritius. Ich kann es kaum erwarten. Unglaublich. Ich werde jetzt mich losmachen. Ich habe ein paar Sachen, die ich noch erledigen muss. Einfach so Sachen, auch mal zur Bank gehen, Geld holen, was man halt eben vorm Urlaub so macht. Dann möchte ich auf jeden Fall noch mal zu H&M nach so einer Schwangerschaftshose gucken. Irgendwie eine kurze, dass ich zumindest jetzt noch mal eine kurze Hose habe. Das würde ich gerne noch machen. Dann beim DM noch mal ein, zwei Sachen besorgen. Genau, ich habe da auch so ein paar Aufträge von meinem Freund bekommen, weil er einfach zu nichts kommt. Der muss einfach echt viel arbeiten. Und am Samstag muss er sogar noch mal ganz kurz auf eine Hochzeit gehen. Nur für ein, zwei Stunden da vorbeizuschauen, weil die von der Familie aus irgendwie zwei Hochzeiten an dem Tag haben. Und die Mutter geht auf die eine Hochzeit. Und er und sein Bruder müssen auf eine andere Hochzeit gehen, um sich da mal blicken zu lassen. Und er hat schon zu mir gesagt, ich schlepp dich am besten gar nicht erst mit. Und da habe ich gesagt, das kannst du vergessen. Weil als Mann kann man mal kurz sich irgendwie anziehen, rausgehen, mal eine Stunde auf so eine Hochzeit gehen. Aber als Frau muss ich natürlich erstmal schauen, was ziehe ich an. Ich muss meine Haare machen, ich muss mich schminken, habe eh Stress und ich muss hier dann, wenn ich den heutigen Tag, also das, was ich jetzt alles erledigen möchte, auswärts, wenn ich das alles erledigt habe, dann muss ich mich wirklich ans Videoschneiden wieder begeben. Ganz, 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 ganz wichtig. Und dann werde ich den morgigen Tag damit verbringen. Also wir werden gegen 8 Uhr ungefähr hier wegfahren. Und dann werde ich damit, also morgen werde ich dann so Sachen machen, wie eben nochmal den Haushalt, das alles. Wobei, es ist eigentlich alles sauber. Ich habe jetzt heute früh nochmal frisch gesaugt und so weiter. Ich denke, es ist auch in Ordnung. Aber ich werde das Katzenklo auf jeden Fall nochmal komplett frisch machen. Dann natürlich Koffer packen, solche Sachen. Die letzten Vorbereitungen treffen und dann so gut es geht einfach bis zur letzten Minute Videos schneiden und hochladen, dass alles so ein bisschen safe ist zumindestens. Das ist der Plan. Jetzt habe ich euch wieder voll getextet, aber ich wollte einfach mal kurz berichten wegen der Hebamme, dass alles gut gelaufen ist. Wir haben jetzt auch keine weiteren Termine ausgemacht. Sie hat gemeint, meine Schwangerschaft ist einfach hat einen super Verlauf. Sie hat auch in meinen Mutterpass reingeguckt. Sie hat gemeint, es gibt jetzt keinen Grund, warum ich alle 2 Wochen hier auftauchen sollte. Wenn irgendwas ist, wenn sich irgendwelche Komplikationen einschleichen, dann soll ich anrufen, dann kommt sie regelmäßig hierher. Aber solange alles gut bleibt, soll ich mich melden, wenn der Kleine auf der Welt ist, und dann wird sie täglich vorbeischauen. Nach dem Kleinen schauen, nach dem Gewicht immer schauen, nach mir schauen, falls ich irgendwie einen Kaiserschnitt gehabt haben sollte und so weiter und so fort. Also dann geht so das richtige Hebammenbetreuung, da geht die erst richtig los. Finde ich auch vollkommen in Ordnung, da muss ich mir nämlich keinen Stress machen, mit ihr auch noch so Termine auszumachen. Aber es ist für mich einfach gut zu wissen, falls ich jetzt einfach Fragen haben sollte, falls irgendwas sein sollte, weiß ich natürlich, okay, ich kann meine Ärztin fragen, aber ich habe jetzt nochmal so eine zweite Person, wo ich sage, aha, die ist in dieser Materie drin, die weiß, was los ist, die kann ich dann auch anschreiben und ansprechen. Und ja, genau, da hat sie mir nochmal Infos gegeben, generell wegen Vaterschaftsanerkennung, wo wir da überall hingehen können, wann wir das machen sollten und so weiter und so fort, weil ich bin ja noch nicht verheiratet. Und genau, da gibt es dann halt so ein paar Sachen, die ich erledigen muss. Es ist voll nervig. Es ist richtig, richtig nervig. Also ich habe jetzt nach dem Mauritius-Urlaub, beziehungsweise werde ich das dann nach Aachen alles machen, habe ich echt einige Termine, wo ich überall hingehen muss und so Sachen wie Vaterschaftsanerkennung und so weiter und so fort. Also es gibt schon einiges, was ich noch machen muss, von Ämtern her und so weiter und so fort, von den Krankenhäusern, dann die Kurse und so weiter und so fort. Also steht schon noch ein bisschen was an. Jetzt, nach dem Urlaub, deswegen, aber jetzt, ich muss es versuchen mal, ich habe auch gestern zu meinem Freund gesagt, ich muss versuchen, das mal alles ein bisschen abzuschalten und einfach mal jetzt die nächsten Tage einfach mal den Urlaub zu genießen und dann erst wieder den Stress zuzulassen, dass ich einfach mal mich wirklich diese 7, 8 Tage dort richtig erholen kann und dann erst wieder mit Vollgas loslegen, weil sonst bringt das alles nichts. Das war jetzt schon echt alles stressig. Mit Bosnien, dann Paris und Disneyland, jetzt Mauritius, danach noch YouTuber-Event bzw. Influencer-Event in Aachen. Und dann geht der ganze Stress wieder los. Deswegen muss ich einfach Mauritius jetzt nutzen, um einfach mal runterzukommen, bisschen die Seele baumeln zu lassen und den Stress beiseite zu lassen. Ich muss versuchen, den Stress einfach hier in Frankfurt zu lassen. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Und
Ja, jetzt höre ich aber auf zu quatschen. Ich muss nämlich los. Wir haben wahrscheinlich mittlerweile 12 Uhr, schon mega spät. Deswegen, ich mache mich jetzt auf den Weg und versuche, ich ein bisschen mitzunehmen. Also bis gleich.